It's raining in Panama. Es regnet in Panama. Und ich muss erst mal eine Plane aufhängen, damit ich überlüften kann im Schiff. Und dann werde ich meinen Landstrom anschließen, damit ich ein bisschen Licht hier an der Bude habe. Plug in my shore power, so I can actually have some light. And then tomorrow. Und dann werde ich mir morgen erst mal Internet besorgen, damit ich euch diese Videos schicken kann. Viele Leute haben gesagt, dass sie Karl gerne mal von drin sehen würden. Also, bitteschön. Ich war 2 Monate jetzt weg und der ganze Schimmel ist wieder da. Ist nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal, aber es ist trotzdem immer noch einiges. Guck mal, hier ist zum Beispiel alles total weggeschimmelt. Also, das ist Karl. Kommt doch mal an Bord. Das hier ist das Cockpit, offensichtlich, wo man da eben sitzen kann oder Nachtwache hält. Und Karl hat eine feste Sprayhood. Das ist total super, weil man da nicht so nass wird im Cockpit. Und es ist noch ein bisschen unordentlich hier, aber es sind ja auch noch ein paar Wochen was zu tun. So, hier vorne haben wir eine große Genua. Und Karl hat einen Kutterstag mit einer Baumfock, die als Selbstwendefock funktioniert. Karl wurde 1992. Karl wurde 1992 gebaut und Länge über alles ist 11,20 Meter. Die Breite ist 3,50 Meter und weil ich Twin Keeler habe, ist der Tiefgang so 1,20 bis 1,30. Und hier hinten, da ist so ein Aufbau, das ist eigentlich total cool. Da kann man sich hinsetzen und Früchte verstauen. Hier habe ich so einen kleinen Wasserfänger und ein Radar und einen Windgenerator. Und das ist Karl. Also hier ist das Badezimmer. Klar, mit Waschbecken, Toilette. Aber im Moment ist das eher so ein bisschen Stauraum. Und das hier ist die Kombüse, wo ich natürlich normalerweise kochen sollte. Allerdings noch jetzt noch nicht so richtig, weil der Herd kaputt ist und ich hoffe, so in einem Monat habe ich meinen neuen Herd und dann kann ich anfangen, hier auch mal zu kochen. Im Moment ist das hier eher so eine Werkbank und Stauraum für Zeug, was ich brauche. Hier an Backbord ist so eine Hundekoje für Gäste oder vielleicht auch, wenn ich mal segel, ob ich da vielleicht nachts auch schlafe. Hier ist das ganze Werkzeug und eine kleine Kühlbox. Der richtige Kühlschrank funktioniert nämlich nicht und deswegen musste ich eine kleine Alternative finden. Das hier ist die Messe. Ja, hier checke ich meine E-Mails und surfe im Internet, sortiere das Videomaterial und schmiede Pläne für alles, was eben so ansteht.